Leute, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber Inflation, alles wird teurer. Ja, und Krieg. Was interessiert einen Krieg? Was interessiert einen das Leid von anderen Menschen in irgendwelchen anderen Ländern? Alles, was mich interessiert, ist, dass Oreo-Kekse teurer sind oder so oder andere Sachen. Was? Mein Luxusleben. Der Wohlstand. Wann isst du Oreos? Esse ich gar nicht, stimmt. Aber es gibt so Fake-Oreos, die habe ich gegessen. Wie dem auch sei, wir müssen ganz, ganz doll sparen. Deswegen haben wir uns die besten Spartipps aus dem Internet angeguckt. Wisst ihr, diese ganz tollen, weil nichts ist besser als irgendwelche Internetmenschen, die euch erklären, wie ihr Geld spart. Ja, Tipp 2. Es ist der zweite Tipp. Lassen Sie das Wasser nicht laufen. Leute. Was? Nein, aber macht den Wasserhahn aus, wenn ihr rausgeht. Ja, wenn ich morgens aufstehe, dann mache ich das erste, was ich mache, ist den Wasserhahn an. Und dann, wenn ich abends nach Hause komme, dann geht er wieder aus. Das ist halt der Luxus, dass du immer mal, wenn du möchtest, kannst du sein Glas drunter halten. Weißt du, und dann trinkst du einen Schluck und dann siehst du es laufen. Das sieht halt schön aus auch. Die Atmosphäre für deine Katzen. Genau. Diese Tipps sind immer sehr, 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 sehr schön. Ich meine, reduziere die Wassertemperatur, ist halt kalt duschen, Leute. Mm. Ey, das sind so viele Vorteile gesundheitlich, solltet ihr machen. Ihr werdet zum Beispiel ganz rot. Ziehen Sie in eine günstigere Wohnung. Zieh einfach in eine günstigere Wohnung. Worauf wartest du noch? Wow. Also halt Umzüge sind teuer, oder? Lohnt sich das? Weil, ja, ich meine, du musst mindestens mit einer Doppelmiete rechnen. Ja, alles mindestens. Andere ist unrealistisch. So. Mindestens eine Doppelmiete. Hören Sie auf zu rauchen. Okay, erstmal ernsthaft, hört auf zu rauchen, Mann. Ist viel günstiger. Nee, also das Ding ist, das ist hier ein bisschen falsch, weil wenn du tot bist, hast du keine Ausgaben mehr. Smart, verdammt. Und zum Beispiel hier, kochen Sie Mittagessen fürs Büro vor. Ist so auch so. Nee, da steht im Büro vor. Warum soll ich denn im Büro was vorkochen? Wie dumm ist das denn? Sorry, Karrierebibel. Schmutz, du bist eine Schmutzseite. Aber hier ist Mittagessen vorkochen, um mit zu arbeiten, nämlich. Schmutz, ihr widersprecht euch selber. Ich weiß nicht, ob ich von den Tipps annehmen kann. Ich koche im Büro, anstatt zu arbeiten, wenn ich zu Hause nicht mehr koche. Aber. Ey, der Trick ist ganz einfach. Kein Mittagessen. Einmal weglassen. Intervallfasten. Noch besser, das Frühstück, was ihr euch eigentlich hättet gemacht haben wollen, das nehmt ihr mit als Mittag und lasst das Frühstück weg. Noch besser, ihr könnt einen Monat lang ohne Essen auskommen. Easy. Bestimmt. Ja. Manche sogar vielleicht länger. Lasst es uns alle zusammen machen. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. In Tod. Planen Sie einen Wocheneinkauf anstatt vieler kleiner Einkäufe. Bullshit. Wenn ich einen Wocheneinkauf plane, dann habe ich keine Ahnung, wie viel ich esse und wie viel ich kochen muss und kaufe viel zu viel ein. Das habe ich jetzt bei Corona erlebt. Ja, weil wirklich, dann war so, oh mein Gott, wie jetzt eine Woche irgendwie. Ne? Also vor allem am Anfang, als man diese Panik hatte, habe ich überlegt, okay, was brauche ich für eine Woche? Und ich habe viel zu viel gekauft. Vor allen Dingen, es gibt ja auch Leute, wie meine Freundin zum Beispiel, die haben ja nun speziellen, wie nennt sie das, Glosserer, also Lust auf was zu essen. Und das haben sie dann von Tag zu Tag, ne, aufs neue Unterschied. Ja, du kannst das gar nicht, überhaupt nicht vorplanen. Ich weiß nur, dass ich so ein paar Sachen immer auf Vorrat habe und dann vergesse ich immer, dass ich sie schon auf Vorrat habe. Dann habe ich sie 5-mal irgendwie anstatt nur 2-mal. Ist ein bisschen dumm. Wir haben gar nichts mehr auf Vorrat. Lebensmittel. Aber ey, vor allem machen Sie Wochenvoreinkauf, ne, und kaufen Sie dabei bitte die Lebensmittel. Nee, kurz vor dem Nein, das Mindestverheizbarkeitsdatum, dass du deine Nahrungsmittel verheizen kannst anstatt Gas, ist nämlich günstiger. Da ist weniger Lebensmittelsteuer drauf. Wir dürfen im Büro nicht mehr über 19 Grad heizen, aber auf der Heizung steht nur 1 bis 5. Oh, stimmt, scheiße, Mann. Das ist so ein Fick, Mann. Kaufen Sie nur, was Sie sich leisten können. Das ist sowieso ein ganz toller Tipp, um Geld zu sparen. Wenn du dir ein Auto nicht leisten kannst, dann kauf es dir nicht. Vor allem ist es nicht so diese Faustregel, dass du dir etwas nur leisten kannst, wenn du es dir im Prinzip 2-mal kaufen könntest? Ja, ApoRed, lerne. Ja, schreib das auf. Und am besten investiere Geld. Oh, spar ja. Geld, indem du investierst. Am besten in ETFs. Ganz einfach, wenn ihr Geld sparen müsst, weil ihr euch nicht ernähren könnt. Dann legt einfach was beiseite. Das jetzt hier ist für Geizhälse. 3.000 Euro im Jahr sparen. Easy. Mm, ist es halt aber der beste Tipp hier. Einfach eine günstigere Wohnung. Ey, ich feiere den Tipp. So, der ist so geil. Wenn den mehrere geben, muss der auch wirklich stimmen. Zieht einfach in eine WG mit eurer vierköpfigen Familie. Vor allem die Seite ist halt so geil, weil sie halt für jeden Vorschlag halt immer irgendwie sowas habt. Von wegen, hier könnt ihr das übrigens machen. Dann verdienen wir eventuell was mit. Nein, meinen wir natürlich nicht. Und du kannst auf diesen ganzen Seiten findest du einen Scheiß. Lass mal kurz gucken. Wohnung mieten. Schlimmowelt. Ablehn. Alles ablehn. Berlin. Ach, sie haben noch mal Wohnung. Hey, 56 Quadratmeter für nur 1.400 Euro. Das hey, ist ja nix. Vier Zimmer für nur 3.400 Euro. Wow. Oder 3.000. Möblierte für 4.500 Euro. Mann, wow. Oh, weil was? Das ist halt das Ding. Das fuckt so ab, wenn du Wohnung suchst. Oh, Kaltmiete. 376. Das Mann, klingt super. Das klingt ja toll. Aber was heißt denn dieses Wohnungsrap? Ich kenne nur Stepsister-Srap. Das heißt das, Swap übrigens. Ja, Tauschwohnung. Toll. Tauschwohnung, Wohnungsrap. Oh Gott.
nachts. Der Tipp ist so geil. Lass dich von den Rundfunkgebühren befreien. Ach, das geht? Aha. Ah, ja, wenn du BAföG, Hartz IV oder andere Sozialleistungen bekommst. Einfach, Leute, ein guter spart Tipp. Geld. Einfach Hartz IV holen. Vor allen Dingen, ich weiß irgendwie, BAföG ist jetzt kein Grund, dass du von Rundfunkgebühren befreit wirst. Hm. Oder erhaltet Begrüßungsgeld in deiner neuen Heimatstadt. Was? Einfach umziehen. Ich meine, okay. Wo gibt's Begrüßungsgeld? Du kannst natürlich Geld sparen, indem du dir eine billige Wohnung holst, indem du einen Ort ziehst, wo niemand leben will. Aber dann wohnst du halt in einem Ort, wo niemand leben will. Keine Ahnung. Bamberg. Brandenburg an der Havel. Cottbus. Gütenbach. Wo ist Gütenbach? Ach du Scheiße. Da ist ja nichts. Ey, wenn das 9-Euro-Ticket ist, kannst du auch von da aus günstig zum Büro fahren. Boah, aber Alter. Brauchst das ein bisschen länger. Sieht ja richtig geil da aus. Ja, nice, ist da ist Jesus im Baum, Mann. Nice. Boah, ich würde schon gerne in den Bergen wohnen, ne? Und da ist überall Jesus in jedem Scheißbaum. Aber warum wohnst du da nicht in Kreuzberg? Die Berliner Schweiz, oder was? Kaufe Essen online. Was? Melde dich bei den Online-Supermärkten an. Sowas gibt es. 4 Vorteile. Günstigste Produkte leichter finden. Weniger Impulskäufe. Rabattgutscheine nutzen. Zeitersparnis. Was? Warte mal. Welche? Du sparst doch nicht Geld online. Das Ding ist, bei also diesen Online-Dingern sparst du kein Geld, weil die alle keine Billigprodukte haben. 1,50 kostet keine Milch. Das Ding ist nur, sie schreiben das einfach nur hin, weil sie halt dann da direkt halt, ne? Ach, sie können einen Affiliate-Link direkt hin. Ist dir nicht aufgefallen? Hier ist jedes Ding ist eine scheiß Affiliate-Link. Beim Kochen ist halt gut. Kochen ist immer so ein krasser Tipp. Ja, das ist so, wie bitte das ist was? So, halt kostenloses Hundefutter. Ich kann Hundefutter umsonst kriegen? Ja, du kannst Proben bestellen. Du musst halt einfach immer nur wieder Proben bestellen. Bei allen, die es da gibt draußen. Bei diesen Tausenden von Angedingern. Naja, kaufe Gebrauchtes, wann immer, wenn möglich. Findest du was Gebrauchtes, kaufe es. Ob du es brauchst oder nicht, kaufe immer wenn es möglich ist. Ja. eBay, Swoop. Warte mal, es gibt andere Seiten als eBay? As good as new. Ich habe noch nie davon. Ich habe echt einen Tumor, glaube ich. Trainiere kostenlos in Fitnessstudios. Das ist so geil, weil how? Probetraining, was du einmal machen kannst, aha, gehst du einfach von Fitnessstudio zu Fitnessstudio, ist total gut. Vor allem, aber wenn du in einem Dorf wohnst, wo du ein Fitnessstudio hast. Vor allem sagen sie halt hier Gymundo. Das ist ein Online-Fitnessstudio. Meld dich doch einfach im Online-Fitnessstudio an, weil das ist viel preiswerter. Hä, aber da hast du doch keine Geräte. Du kriegst einfach nur Trainingsdinger. Du kannst auch einfach so kostenlos Sachen holen. Es gibt so YouTube-Videos. Ja. Das ist voll das Ding, Alter. Du machst halt einfach so ein Trainingsvideo und dann gucken sich die Leute dieses Video immer wieder an, weil sie immer wieder dieses Training machen, wenn es ein cooles Training ist. Diese ganzen wir sollten Pamela ein Trainingsvideo Reif, machen. Sacha Hugo Sachen, die haben halt einfach so viel Geld, Alter. So viele Klicks. Und Geld. Die viel, ja, die haben auch Geld. Ja, die Seite ist ein bisschen dumm. Es geht halt einfach nur darum, die Affiliate-Links aufzubauen. Ja, ja, vor allem, die heißt auch noch MyStipendium. Halte deine Lieblingszeitschrift kostenlos. So. Was ist das? Wer will denn schon ein Bild am Sonntag haben? Ich dachte kurz, dass du bezahlt wirst dafür, die Bild zu lesen, weil es so scheiße ist. Du machst so eine Webseite auf, von wegen mit Spartipps und den ersten Tipp, den du hinschreibst, ist einfach nur das kaufen, was nötig ist. Das ist halt so, wow, was? Echt? Wow. Bewusstes Konsumieren nennt sich das. Aber das Beste finde ich jetzt einfach Mutter Natur kennen und nutzen. Wie bitte? Was? Mundraub, Alter. Das, was ist Mundraub? Es gibt halt einfach diese Webseite, da kannst du gucken. Wo du Früchte klauen kannst? Ja, Mann. Können wir mal gucken, was wo ist. Können wir in Berlin Früchte klauen? Haben wir da was? Da ist ein Kirschbaum. Was ist das? Holunder? Was kann Holunder? Man mit dem machen? Wenn man den kannst Spielplatz betritt, Holunder? Befindet sich der Holunder gleich rechts am Haus. Haselnüsse. Oh. Guck mal, Rezept für veganen Haselnuss-Parmesan. Steht ich meine, ganz ehrlich, irgendwo auf dem Land, okay, würdest du einfach so einen Apfelbaum mitten in Berlin plündern? Ich habe Angst, dass so einer neben so einer dick befahrenen Straße. Ja, ich habe Angst, du beißt rein und er ist schwarz von innen einfach. Du kannst einfach was anbauen. Ich habe voll Bock, Sachen anzubauen, vor allem, wenn es legal wird, machen, Mann. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst einfach halt alle die Gärten deiner Nachbarn halt markieren. Oder wenn du halt den Nachbarn loswerden willst, dann markierst du da halt die ganze Zeit, dass du irgendwie so der fancy, krasseste Shit ist. Und dann kommen irgendwelche Leute und plündern einfach den Garten deiner Nachbarn. Vor allem das Logo auch, das ist halt so ein kleiner diebischer Apfel, ne? Gibt es Aktivitäten? Gibt es Gruppenclown? So. Die können uns nicht alle festnehmen. Ja, genau. Also du gehst in Massen hin und da gibt es halt ein, zwei, weißt du, die erwischt werden. Aber der Rest ist safe, Mann. Jetzt kommt die richtig fette Liste. 195 Tipps. Das Ding ist halt, ich habe mehrfach gesehen, trink keinen teuren Kaffee. Ist sowieso ein Tipp. Warte mal. Hab keine Freizeit, hab keinen Spaß, hab keinen Genuss, hab keinen Luxus. Das ist krass, das wusste ich nicht. Kaffee ist Luxus. Fangen Sie an, Geld anzulegen. Ja. Sparen Sie Geld, indem Sie Geld sparen. Umgeben Sie sich mit interessanten Menschen? Was? Knüpfen Sie Kontakte mit erfolgreichen Personen, damit du dann einen ausgegeben kriegst oder was? Backen Sie Ihren Kuchen selbst. Das ist halt so die neue Form von, sollen Sie doch Kuchen essen? Ja. Sollen Sie deinen Kuchen doch selber backen? Anstatt den ekligen zu kaufen vom Bäcker. Sind halt meistens wirklich nicht lecker. Schalten Sie das Licht aus. Steven, schalt das Licht aus. Okay. Ah ja.
Super. Schön, oder? Schalten Sie die Heizung aus. Den hat doch Habeck da reingeschrieben. Ja, Mann. Also wirklich. Einfach nicht heizen, Jo. Tatsächlich funktioniert gerade meine Heizung gefühlt nicht so wirklich. Da ist nicht genug Druck drauf, glaube ich. Vermeiden Sie Casinos und Glücksspiele. Was ist das für eine beschissene Scheißseite, ja. Lernen Sie Ihrem Kind früh auf den Topf zu gehen. Warum? Lehren Sie. Ach, Windeln sind teuer, deswegen. So, yo, boy, kann mir keine Windeln leisten. Kannst du nicht im Prinzip ein Kind einfach die ganze Zeit irgendwie so einen Topf unten dran kleben, anstatt eine Windel? Beste Trick bei Babys ist einfach. Keine Babys haben? Nee, Gutscheine von Mama und Papa kriegen, also von den Großeltern und sowas. Nach einer Gehaltszahlung. So kann man sparen, indem man sich seinem Chef zum Feind macht. Bereiten Sie Ihre Babynahrung selbst zu. Meinen Sie damit stillen? Nee, du kannst ja Obst und Gemüse selbst zerhäckseln und dem Baby geben. Ich weiß nicht, ob selber zubereitete Nahrung fürs Baby besser ist. Was haben die Leute denn früher gemacht? Haben die auch den Hip gehabt schon? Gebetet, dass ihr Kind überlebt. Das haben die Menschen früher gemacht. Waschen Sie sich die Hände, um Viren und Bakterien zu vermeiden. Was auch immer das mit Sparen zu tun hat, ne? Naja, es ist halt teuer, wenn du krank wirst, weil dann musst du die Medizin oder sonst irgendwas kaufen. Musst du das? Das Ding ist, wenn du krank wirst, klar, verbrauchst du doch weniger Energie, weil du chillst. Das heißt, du musst auch weniger essen und so. Wenn der Körper ja nicht wirklich chillt, das arbeitet ja als fuck so. Ja, aber du bist deine eigene Heizung. Dann. Weniger heizen? Ja. Trennen Sie Ihren Müll. Kannst du mir bitte sagen, wie man damit Geld sparen kann? Verbrennen Sie Papier, legen Sie einen Kompost an, sobald Sie... Warum sollte man Papier verbrennen? Verbrennen ist immer scheiße. Ja, heizen, also Dinge anzuzünden, um zu heizen, ist ganz schlecht. Und das finde ich auch. Verhandeln Sie immer. Und überall. Du hast es recht, überall zu verhandeln. Aber ja, warum auch nicht? Du kannst ja überall fragen. Supermarkt so, du lässt so die Kassiererin durchsehen, dann bist du so... Kriege ich die Paprika auch für 20 Cent? Können Sie vor allem so, können wir noch was machen? 5% Rabatt? Online-Strom sparen. Absolut beste Beitrag, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Oh, der ist zufällig von Funk. Oh ja, oh Mann. Zum Beispiel, wenn du halt surfst, so. Surfen, zocken oder streamen, einen Laptop oder ein Notebook statt einen Desktop-Rechner nutzen. Tablets verbrauchen am wenigsten Strom. Surfen verbraucht ein Tablet weniger Strom, ist aber allgemein wesentlich ineffizienter in der Produktion und wenn es kaputt geht, musst du ein ganzes Tablet wegschmeißen. Aber zum Zocken ein Tablet benutzen? Videos mit geringer Auflösung schauen. Oh, das wird sicher sehr viel dazu beitragen, dass die Welt ein besserer Ort wird. Ja. Lieblingssongs runterladen, anstatt sie immer zu streamen, ist halt so. Ja. Also den Traffic zu verringern, ist an sich gut. Aber was nicht gut ist, das alles auf den Konsumenten abzudrücken, sondern eigentlich müssten die Firmen groß von weiter oben müssten da nein, was machen. Nein. Du musst deine Mails regelmäßig löschen und dich bei den Newslettern abmelden. Oh, so ist das. Ist deine das. Aufgabe. Und das WLAN nachts ausschalten. Ah. Yo, ihr werdet rich, Alter. Ihr werdet sowas von krass viel Geld sparen. Das ist, Da werde ich zur Giraffe. Ich kann mein WLAN ab... Da gibt es eine Zeitsteuerung? Das muss ich gucken, ob ich das wirklich habe. Ja, es gibt Zeitsteuerung, aber die sind halt nicht zum Sparen gedacht, sondern um deinen Kindern das Internet zu klauen. Das ist echt fies. Ich gebe meinen Kindern einfach nur so einen Gastzugang, der halt so richtig gesperrt ist von einem Scheiß und ich darf alles machen. Ja, yeah, die kriegen nie das richtige WLAN-Passwort. Oh Gott, das ist so damit geil. Muss ich auch noch auseinandersetzen, wenn du Alter. Dich auskennst mit Technik und dein Kind das Leben zur Hölle machen kannst. Oh, ja. Ich muss mich auch damit auseinandersetzen, dass ich irgendwie dann so Seiten sperre. Gewisse Seiten. Ich kenne doch nicht alle Seiten, Alter. Ja, du brauchst auch nur die kennen, die man kennt. Ich kenne alle Pornoseiten der Welt. Meine sind alle. Fünf Stück vielleicht, die man schon mal fünf gehört hat. Stück. Ja. Ja, klar. Fünf Stück. Das sind nur fünf Stück. Hast du gesehen, dass es jetzt durchgegangen ist? Das mit Pornhub und sowas? Dass es nicht mehr... Ach, keine Ahnung. Also, ja, ist lustig. Muss ich jetzt zur Post mich da anmelden oder was? Ja, Postident, nur dann gibt's noch Bonus. Mach ich mal einen Termin, Alter. Die Schlange ist immer lang. Alles klar. Kuss auf die Nuss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Spart euer Geld. Habt kein Leben.